Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem unfassbar guten Spiel. Ist gestern rausgekommen, Set Beasts. Ich habe bereits die Demo gespielt und hoffe, dass ich an dem Spielstand auch weitermachen kann. Ist eine Art Pokémon-like Monster-Hunting-Game mit einer wunderschönen Grafik. Ich zeige es euch einfach. Hört euch bitte mal alleine diesen Soundtrack an. Also dieses Lied läuft bei mir bei YouTube tatsächlich auf Dauerschleife. Bevor wir jetzt hier rausgehen aus dem Café, hören wir es uns gleich einmal an. Wunderschöne Grafik. Also wirklich diese typische Minecraft-Blöckchen-Grafik, aber dann zwischendurch trotzdem auf modern gemacht. Richtig, richtig schön. Werdet ihr gleich sehen. Gleich kommt der Gesang. Unfassbar schönes Lied. Ich hab's weggemacht. Genau, wir kaufen mal ganz kurz was. Denn wir fangen Monster, in die wir uns dann selber verwandeln können, in die Monster. Und das machen wir mit Kassetten. Na, also mit Kassetten. Au revoir. Au revoir. Ah, da ist das Lied wieder, genau. Ich erkläre es ganz kurz, das machen wir mit Kassetten. Wir laufen zu zweit rum. Typische Pokémon-like-Kämpfe zeige ich euch gleich. Das Besondere ist, wir können fusionieren. Unter bestimmten Voraussetzungen können beide Companions fusionieren und die einzelnen Monster erschaffen dann so eine Art super starkes Mischmonster. Und einfach weil es sehr, sehr viele Monster gibt, gibt es, glaube ich, lass mich nicht lügen, entweder 410.000 oder 40.000 mögliche Kombinationen für dieses Supermonster. Ich zeige euch gleich mal, wie das im Detail funktioniert. Die Demo ging eine halbe Stunde, das heißt, ich bin noch nicht so weit. Die Story, wir sind in irgendeiner Stadt angespült worden und können von dort aber nicht mehr in unsere Welt zurück. Und alle, die dort sind, kommen nicht mehr in ihre Welt zurück. Wir haben einen Erzengel gefunden, den wir besiegt haben. Und der sagt uns, wenn ihr mir ein Gefäß bringt, dann helfe ich euch, wie ihr wieder in eure ursprüngliche Welt zurückkommt. Und das war's. Mehr gibt's hier noch nicht. Genau. Wir haben zwei blasse Männer, die irgendwie aussehen wie Vampire. Die wollen hier ein bisschen Stress machen, hauen jetzt erstmal ab. Und an dem Punkt tatsächlich war die Demo vorbei. Thank you. Ich mach mal den Sound vom Spiel ein bisschen leiser. Genau. Und hier steigen wir tatsächlich ein. My name's Eugene. Genau, ich bin Cass. Genau, wir hätten uns irgendwie anders nennen können. Ich habe es einfach Cass gelassen, wegen Kassette. Genau, sie gehören nicht in diese Welt. Nicht alle Monster auf Neu-Viral. Das ist die Insel, auf der wir uns befinden, sehen aus wie Maskottchen von Frühstücksflocken. So. genau, triff mich an diesem Ort. Wenn du da bist, erkläre ich dir alles ganz genau. Das ist unsere Karte. Oder unsere Weltkarte, sagen wir es mal so. So, und hier können wir jetzt hergehen. Mit A springen wir. Ich spiele übrigens, falls ich es vergessen habe zu sagen, auf dem Steam Deck. Und das Spiel ist so unfassbar perfekt gemacht für Steam Deck. Oh, ich sehe jetzt schon, dass da viele, 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 viele Stunden drauf gehen. Mit Y kommen wir in die Karte rein. Das heißt, ihr seht, ich habe ganz viele Sachen einfach noch gar nicht entdeckt. Das ist die Gruppe. Cass bin ich. Kaylee ist meine Freundin. Das sind die Monster, die ich zugewiesen habe. Das heißt, wir haben bereits ein Geisterschaf, Sirenade und Dominotte. Irgendeine Motte. Wir haben verschiedene Quests. Ein Bestiarium zeige ich euch nicht. Wir gehen jetzt hier erstmal durch die Stadt durch. Hier war ich selber noch nicht. Ne? Unterstützungssticker. Kann ich mir alles nicht leisten. Okay. Was haben wir hier? Der Händler, der diesen Stand betreibt, hat eine Notiz hinterlassen. Okay, ich bin im Park. Das heißt, auch hier haben wir jetzt eine neue Quest gefunden. Und wisst ihr was, damit wir jetzt einfach mal sehen, ich kann mit den ganzen Leuten später noch sprechen. Das ist halt so ein Open-World-RPG, Pokémon, Persona 5-Style, weiß ich nicht, Game. Erschöpfter Ranger, hey, könntest du mir vielleicht helfen? Ich habe Lante versprochen, hier ein Ortsschild aufzustellen. Irgendwas, damit es ein bisschen gemütlicher wird. Ich habe mich nur beim Holz verschätzt. Könntest du mir welches besorgen? Thanks. Aber natürlich. Okay, wie viel brauchst du denn?
300 Holz. Okay, so viel habe ich nicht. Das heißt, ihr seht, wir haben sehr viel verschiedene Quests bereits. So, wir gehen jetzt einfach mal. Ich muss ganz kurz schauen. Hauptquests, Nebenquests. Das heißt, wir gehen jetzt nach rechts. Genau, wir treffen uns mit Eugene. Denn da könnt ihr auch sehen, wie die Kämpfe aussehen. Das, was ihr da rumlaufen seht, sind bereits die Monster. Und wir kloppen uns jetzt einfach mal, mit dem wir dorthin gehen. Links sind wir, wir verwandeln uns. Rechts sind die Monster. Verkehrskraft. Oben links seht ihr diese beiden orangenen Punkte bei Cass. Das sind die Action Points, die ich habe, wenn ich nichts benutze. Jeder Charakter bekommt 2 Action Points pro Runde hinzu. Ihr könnt die verbrauchen oder nicht. Wir können auf Wechseln gehen. Das heißt, da wechsle ich einfach die Kassette. Mache ich jetzt noch nicht, denn mir geht's gut. Der Lebensbalken ist grün. Das bedeutet, das ist der Lebensbalken von meinem Monster. Darunter kommt ein roter zum Vorschein. Das ist mein Lebensbalken. Und wenn der auch weg ist, dann sind wir alle tot. Oder dann ist die Person tot. Gegenstände können wir beispielsweise zurückspulen. Die Älteren unter euch kennen das noch, wie man eine Kassette mit einem Stift zurückspult. Fliehen wollen wir nicht aufnehmen. Da nehme ich eine Kassette von dem Gegner auf. Das heißt, dann kann ich mich selber bald in eine Verkehrskrabbe verwandeln. Wir kämpfen jetzt mal. Ihr seht, ich habe einen Klaps. Kraft 30 trifft ein Ziel plus 18% kritische Chance pro leeren Platz. Wir haben was Passives. Wir haben Rambock, den ich mir noch nicht leisten kann, denn der kostet 3 Action Points. Wir haben aber nur 2 bisher. Oder Beißen. Das heißt, er kriegt jetzt einfach mal einen Klaps. Und Kaylee macht auch nichts Wildes. So, wir sind dran. Das heißt, oben rechts seht ihr, weil es Level 1 ist, die sind eigentlich recht schnell kaputt. Er gibt uns ein, bedeutet, ihr seht jetzt auch den roten Balken, der da drunter zum Vorschein kommt. Komm, wir nehmen die einfach mal auf. Wir haben ja mehrere Kassetten und wir benutzen die bei der Verkehrskrabbe. Und Kaylee greift mit dem Schall. Naja, der Schallknall trifft ein ganzes Team. Ich will die ja nicht töten. Wir machen einfach nochmal Spucken, aber auf den anderen, denn wir wollen die Verkehrskrabbe ja nicht töten. Wir verwandeln uns zurück, nehmen sie auf und weil der so wenig Leben hat, wie bei Pokémon, haben wir den aufgenommen. Bedeutet, wir können uns bald selber in eine Verkehrskrabbe verwandeln. Tatsächlich. So, damit haben wir die Verkehrskrabbe aufgenommen. Ihr habt den Sticker gesehen. Der Kegel der Verkehrskrabbe gehört nicht zu ihrem Körper, sondern ist ein ans Ufer von Neu-Viral gespülter von der Kreatur in Besitz genommener Verkehrskegel. Angeblich haben diese Wesen in der Vergangenheit stattdessen andere Objekte gefunden, um darin zu leben. Wenn die Kassette auf 5 Sterne erhöht wird, kriegen wir weitere Informationen. Hier sehen wir, wo wir die Verkehrskrabbe finden. Bootlegs, das hat irgendwas damit zu tun. Irgendwelche Zusatzdinger, denn es gibt eine Karte, die ich euch gleich einmal zeigen kann. Wie gesagt, ich habe das Spiel selber noch nicht viel spielen können. Die lassen wir jetzt mal so, wie sie ist. Und zwar, aber da müssen wir gleich aus dem Kampf rausgehen. So, das kriegst du. Und du greifst das ganze Team an und damit sollte die Sache gleich auch erledigt sein. Genau. So, damit haben wir die Gegner erledigt. Wir haben den Kampf gewonnen, bekommen ganz normal Experience Points dazu. Wir sehen, die Verkehrskrabbe hat einen neuen Angriff bekommen, nämlich den Elementarwall. Und wir haben Plastik bekommen. Es gibt Plastik, es gibt Holz, damit kaufen wir uns einfach verschiedene Sachen. Wenn wir auf Y gehen und auf nicht Bestiarium, nicht Quest, Inventar war das, glaube ich, und dann Elementartypkarte, dann sehen wir, wenn wir das lesen, was ist, das sind diese Bootlegs, die wir gerade hatten. Und dann seht ihr beispielsweise Luft mit Feuer, das heißt, wenn Luft der Angreifer ist, Feuer ist Verteidiger, was dann für verschiedene Buffs wirken.
könnte man sich sicherlich irgendwie ausdrucken als Cheat-Sheet. Aber hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen was an Komplexität. Ne? So, mit der zweiten Krabbe kämpfen wir jetzt einfach mal nicht. Wir gehen hierher. Wir haben übrigens so ein Motten-Ding. Das heißt, habt ihr gesehen? Wir können so ein bisschen fliegen. Hier waren wir schon. Das haben wir schon geöffnet. Da ist leider nichts mehr drin. So, hier komme ich nicht hoch. Ich finde die Grafik, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ach, guck mal, hier ist schon wieder so ein Pixel-Game. Unfassbar schön. Und dieser Sound, boah, kann ich mich drin verlieren. Also das ist ein Spiel, da setze ich meine Headsets auf oder mein Headset auf. Ja, komm her, kämpfen wir mit dir. Da setze ich mein Headset auf und genieße einfach die Musik. Ne? So, wir kämpfen gegen die Carni Viper Level 2. Okay, komm, wir machen uns... Okay, wir machen jetzt selber den, dass unser Nahkampf besser wird. Hier möchte ich natürlich den Schallknall haben, um das Team anzugreifen. Und von daher spucken wir einfach mal die Viper an. Die spuckt auch auf uns, aber wie gesagt, ihr seht, die ist Level 2. Das heißt, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Unten links seht ihr, aber da bin ich auch schon wieder drüber, da seht ihr gleich einen Fusionsbalken. Seht ihr gleich. Unten links seht ihr jetzt Fusion. Das heißt, wenn wir getroffen werden im Kampf, geht dieser Fusionsbalken hoch. Und wenn der Fusionsbalken aufgeladen ist, und ich weiß nicht, wie häufig das passiert, ob das eventuell nur in Bosskämpfen passiert, müsste man mal schauen. Genau, die Motte habe ich übrigens schon. Das heißt, da haben wir jetzt auch einen neuen eine neue Sache bekommen, die wir ausrüsten können. Wenn der Fusionsbalken voll ist, dann fusionieren die beiden Monster und werden zu einem mächtigen Monster, welches aus dem kompletten Repertoire schöpfen kann und und einfach stärker ist. Ne? Genau, den hatten wir vorher schon betätigt, den Switch, um den sie kann übrigens sehr gut fliegen, um den ist das ein Aufzug? Um den Aufzug zu bedienen. Genau, hier haben wir ein Lagerfeuer. Wir zelten jetzt einmal, denn für 4 Holz können wir uns ausruhen. Und das bedeutet, dass wir wieder Lebenspunkte hinzubekommen. Und jetzt ist es Tag. Wir können uns noch einmal die Gruppe anschauen. Ihr habt gesehen, dass die Lebenspunkte wieder hoch sind. Wir können an einem Lagerfeuer zelten, aber auch gerade am Anfang waren wir ja in der Bar drin, auch dort können wir zelten. So, in diesem Feld war der Eugene drin. Wo bist du? Bist du vielleicht in dem Gebäude? Da oben bist du, okay. Wie kommen wir denn da hin? In das Gebäude komme ich jetzt nicht rein. Da ist wieder so eine Viper. Komme ich hier rüber mit meinem Flug? Ja. Man kann das Spiel übrigens auch Koop spielen. Da komme ich doch niemals hin. Man kann es auch Koop spielen. Okay, schade. Wichtig dafür ist zu wissen, wenn ihr einen Charakter habt, könnt ihr nicht... Also Koop heißt dann halt einfach... Ne, weil jetzt im Kampf... kann ich ja beide gleichzeitig steuern, ne? Und Koop wird dann jeder seinen eigenen steuern. Wichtig ist allerdings nur für euch, dass ihr wisst, dass ihr, falls ihr Koop spielen möchtet, ihr einen neuen Charakter erstellen müsst. Also ich könnte jetzt nicht mit meinem Charakter, den ich habe, in ein anderes laufendes Koop-Spiel einsteigen. Das wird nicht funktionieren. So, nehmen wir mal die Sprungfeder auf. Ja. Das probieren wir mal. Wir haben ja noch 2 Kassetten.
und sie greift dann einmal die Verkehrskrabbe erstmal an. Genau, schauen wir mal, wie viel Prozent wir haben. 78, hört sich ganz gut an. Jetzt nimmt er die Sprungfeder auf. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn wir dran sind, deswegen möchte ich sie jetzt nicht töten, das wäre blöd. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn wir dran sind, genau, Tempo wurde verringert, das heißt, wir sind jetzt nicht mehr so oft dran. Genau, jetzt waren wir dran, haben sie aufgenommen, 78%, hat geklappt. Und da haben wir die Sprungfeder, genau. Wo sie zu finden ist und damit ist auch sie das Pokémon, welches wir gefangen haben, sozusagen. Es geht auf die Verkehrskrabbe. Hier machen wir dann wieder das ganze Team und damit sollte auch der Kampf gleich vorbei sein. Zurückgeschreckt. Ein Charakter, der zurückschreckt, setzt in der nächsten Runde aus. Okay. Okay. Wir machen bald den Rambock gegen die Verkehrskrabbe. Und trotzdem, auch wenn wir nicht ein Team angreifen wollen, trotzdem, weil es einfach der stärkste Angriff ist, machen wir diesen Team-Angriff und damit haben wir auch den Kampf gewonnen. So, ich werde gleich mal, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt theoretisch auch machen kann. Ich probiere das mal aus. Das Herz zeigt übrigens an, wie unsere, es gibt nämlich verschiedene Charaktere, wie die, ja, Beziehung ist, ne? So, wir nehmen jetzt mal die Dominotte. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie die funktioniert. Im nächsten Kampf. Aber nicht gegen den, den hatten wir ja schon. So, meine Frage ist jetzt, die ich mir gerade stelle, wie komme ich hier hoch? Denn sehe ich das auf der Karte? Ich muss wahrscheinlich ganz oben hergehen, ne? Wir gucken mal. Wir laufen einfach mal. Gehen hier mal her. Hier können wir hochfliegen. Jetzt sind wir am oberen Weg. Das war übrigens im Tutorial hier ein Switch. Dadurch ging die Lampe an und auf der anderen Seite stand die Motte, die dann angeflogen kam, weil wir das Licht angemacht haben. Oh, wer steht denn da? Wer bist du denn? So, wir haben erstmal Eisenspäne. Okay, und Papierbrei. Sehr gut. Und wer bist du? Du bist... Hast du schon diese roten Lager gesehen? Wir Ranger lassen dort Vorräte für die anderen zurück, wenn wir die Insel durchqueren. Ich wollte gerade etwas in dieses hier legen, aber nimm du es doch einfach. Eine Neuspulung repariert eine beschädigte Kassette und spult sie zurück. Okay. Verbraucht im Kampf, wenn wir das benutzen, eine Runde. Okay. So. Wir können beispielsweise diesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diesen Mottenflug upgraden, dass wir dann auch länger fliegen können. Oh, haben wir das gar nicht genommen? Ach, weil wir das schon haben, okay. Falls euch das Spiel interessiert, die Demo müsste es, soweit ich weiß, immer noch auf Steam geben. Das heißt, ihr müsst euch das Spiel nicht blind kaufen. Sondern könnt es euch einfach runterladen, gucken, ob es euch Spaß macht. Die Demo, wie gesagt, ich habe da bei der Demo wirklich nur die Hauptquest gespielt. Ungefähr so 30, 35 Minuten, 40 Minuten ungefähr. Aber ich glaube, man hätte auch noch mehr in der Stadt rumrennen können und fragen können. Also ich denke mal, wenn man wirklich viel entdecken will, eine Stunde ungefähr für die Demo. Und das zeigt schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck, ob das Spiel was für jemanden ist. Oder nicht. Du bewegst dich nicht, da muss ich mir wohl die Hände schmutzig machen. Okay, da kommt zum Kampf, den ich jetzt kämpfen muss, oder? Oh, die ist Stufe 60. Okay, ich kämpfe nicht. Die scheint aber sehr stark zu sein. Sie hat nicht ohne Grund das Sagen. Okay, mit dir? Okay. Weißt du, was schneller als Laufen ist? Eine Schnellreise. Dazu musst du nur Select drücken, um deine Karte zu öffnen. Bewege nach den
Danach den Zeiger auf eines der Felder, zu denen du reisen kannst, und drücke A. Okay. Oh. Die Musik ist so unfassbar gut in diesem Spiel. Unglaublich. Oh. Was ist das? Ist das eine Ente? Oh nee, oder? Bist du eine Ente? Komm, wir kämpfen mal. Drahtknappe. Oh, die sind beide Level 8. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Genau, wir sind jetzt die Motte und haben, ach guck mal, 60, aber nur für 2 Action Points. Das ist echt gut. Oder gar keinen für 30. Komm, wir machen Nahkampf auf den Drahtknappen. Den würde ich nämlich gerne aufnehmen. Und sie, ach, kann wieder nicht den Schallknall machen. Wir spucken. Oh, Charaktere mit Abwehrhaltung werfen Schaden vom nächsten erlittenen Nahkampfangriff auf den Angreifer zurück. Oha. Das war jetzt Fernkampf, okay, aber Nahkampf haben wir selber bekommen. Okay, das heißt, den Drahtknappen werden wir jetzt nur mit Fernkampf angreifen. Zum Glück hat die Motte beides. So, und dann gibt es einen Schallknall fürs Team. Und dann schauen wir gleich mal, ob wir... Wow, das war ein kritischer Treffer bei der Motte. Okay, ich wollte eigentlich den Drahtknappen aufnehmen, aber wir haben eh nicht mehr so viel Platz. Genau, wir haben erhalten bei der Sprungfeder Beißen als ungewöhnlich, okay? 80, wow. Wow. Das ist gut. Da möchte ich gleich wechseln. Da möchte ich einmal ganz kurz wechseln. Und zwar, du bekommst jetzt mal die Sprungfeder. Bist du auch ein Ranger? Ich habe schon immer davon geträumt, zu den Rangern zu gehen. Dieser Traum darf jetzt nicht enden. Ach, wir kämpfen gegen den Sterntierchen. Okay. Na, okay, beißen. Da müssen wir noch einen aufladen. Au, schocken ist gut. Dann setzt der vielleicht aus, wenn wir Glück haben. Das heißt, wir müssten... Oh, das ist sogar Level 9. Astraltypen beziehen ihre Kraft aus den 4 Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser. Charaktere mit AP-Bonus erhalten pro Runde 1 AP zusätzlich. Okay. Okay. War ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Bei ihr ist das wahrscheinlich so, dass ausschlafende Charaktere heilen in jeder Runde, in der sie schlafen. Okay, bei ihr wird es, denke ich mal, so sein, dass sie oder dass wir danach auch noch ihr roten Lebensbalken runterbekommen müssen. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ah, beißen kann ich jetzt nicht. Machen wir nochmal den Nahkampfangriff, denn wenn sie zurückschreckt, das wäre sehr gut. Passiert hier aber nicht. Okay, boah, die hat gut geheilt. Also ich glaube, das, was wir ihr abgezogen haben, hat sie sich jetzt auch geheilt. Erhöht das Tempo, heißt, ich bin schneller dran und da beißen wir. Denn der nimmt ganz gut. Wie lange schläft die denn? Komm, dann hauen wir da jetzt einfach drauf. Ich würde euch gerne mal das Fusionieren zeigen. Denke aber, dass wir das in diesem Part nicht hinbekommen werden. Da sich dieser Fusionsbalken sehr langsam tatsächlich nur füllt. Und ich bereits, oder in der Demo, wenn ihr die spielt, wie gesagt, das ist nach wenigen Minuten, da gibt es halt eine Art Bosskampf.
Und da wird eben genau dieses Fusionieren überhaupt erstmal eingeführt. Okay, jetzt hat sie sich zurückgewandelt. Das wird dann eingeführt, damit man es kennenlernt. Und deswegen, ich... Oh, das hat ein Elementarwall. Okay. Genau, von daher, wie oft man das benutzen kann, weiß ich nicht. Na? Oh, da ist schon wieder ein Vieh. Ja, wo gehen wir denn hin? Hier kommen wir nicht her. Wir gehen jetzt einfach mal noch weiter hier in den Wald rein. Machen noch einen Kampf und dann... Ja, komm, Sprungfeder, komm her. Und dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Eindruck für euch, damit ihr wisst, wie das Spiel generell funktioniert. Ne? Also, wie gesagt, wir haben super viele Missionen, die wir machen können. Also sowohl Main-Quests als auch Side-Quests. Und die Spielzeit, ich bin mir gerade gar nicht sicher, liegt, glaube ich, bei 30 Stunden, 25 Stunden. Irgendwie so, müsste ich noch mal im Steam-Forum gucken. Macht definitiv Laune, das Spiel. Macht definitiv Spaß. Ich habe mir ja schon so die ersten Reviews angeguckt von dem Spiel. Die sind auch sehr, sehr positiv tatsächlich. Sagen alle, dass das Spiel definitiv Laune macht, was Besonderes ist. Und wenn wir mal bedenken, ich glaube, dieses Spiel wurde von zwei Entwicklern letztendlich, ja, von zwei Entwicklern rausgebracht. Ist unglaublich, ne? Wie kreativ manche Menschen einfach sein können. Also ihr seht, wir haben eine ganz große World Map. Es gibt ganz, ganz viel dort zu entdecken. Ich habe keine Ahnung, was es alles gibt. Das ist aber auf jeden Fall Cassette Beasts. Wie gesagt, ladet euch die Demo runter. Kostet nichts, habt da ungefähr eine Stunde Spaß mit. Und wenn ihr dann Bock drauf habt, entweder auf dem Steam Deck, was meiner Meinung nach die perfekte Möglichkeit oder die perfekte Konsole ist, dieses Spiel zu spielen. Ansonsten dürfte jeder PC auch dieses, oder fast jeder PC auch dieses Spiel haben. Jeder PC, auf jedem PC kann dieses Spiel laufen, sagen wir es so. Das ist Cassette Beasts. Das war's für mich heute in diesem Part. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne. Ansonsten lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.